Finals sind fast alle durch und ich bin bei zweien aus der Tourenwagen-Division, die schon reichlich Geschichte geschrieben haben. Wolfgang Schwarz, weißt du noch, wie viele Rennen du gefahren bist? Nein. Diese Rennen in 30 Jahren kannst du jedes Jahr 10, 12 Rennen rechnen, also du musst auch mal hochrechnen. Du bist ja auch schon das mit freistehenden Rädern gefahren und richtig schnell und übel und alles auf der ganzen Crosswelt, wollte ich sagen, hast du schon erlebt. Seit einigen Jahren etabliert in der DM im Tourenwagen. Reicht dir das? Ja, das reicht mir. Das war mal eine neue Erfahrung. Ich habe damals einen Golf gekauft gehabt, fertig gemacht für einen Rossen. Dann habe ich eine Probefahrt gemacht und hat mir so gefallen, dass ich umgeschieden bin auf Tourenwagen. Okay, alles klar. Ich glaube, du hast eh sehr viel mit Osteuropa zu tun. Ist das weiterhin so? Ja, das ist immer noch so. Ich war der Erste, der in Moskau Schneerennen gefahren hat. Der erste Westdeutsche. Und da war eine geile Veranstaltung gewesen. Wenn du jetzt so die Geschichte der DM dir anschaust, ich persönlich habe das Gefühl, man ist auf einem aufsteigenden Ast. Es entwickelt sich positiv. Die Autos werden schöner, schneller, das Niveau wird höher. Würdest du dem zustimmen? In den letzten 3 Jahren hat sich die Fahrzeugmäßig, bestimmungsmäßig, reglementmäßig, wird ja immer etwas geändert. Aber momentan soll ich auch schon. So, das heißt, wir werden die nächsten Jahre auch definitiv mit dem schnellen Mann aus dem hohen Norden halten müssen. Also, ich habe jetzt 30 Jahre vor dieses Jahr, wo ich meine Abschiedsstunde gegeben. Ich muss meine Mechaniker mich überreden. Ich sage, 33 ist ohne schöne Zahl, und dann bin ich 60. Alles klar, ich hoffe, wir haben noch viel Freude auf dem Crossfeld, aber ich denke schon. Das werden wir noch haben. Ich meine, sie bei mir auch noch mit 65. Genau, Hoschek fährt mit 64 noch EM. Ja, genau, also warum? Also, Alter spielt keine Rolle. Solange wieder Spaß macht und man vorne mitfahren kann. Ist auch super. Super, danke Wolfgang Schwarz. Norbert Fuchs, der nächste Recke, der auch schon viele Postschlachten geschlagen hat. Ich glaube, das kann ich so sagen. Ja? Ich bin auch schon fast 30 Jahre. Auch schon fast 30 Jahre. Und wenn man dich kennt und deinen Namen nicht weiß, würde man dich an deinem bayerischen Dialekt auf jeden Fall erkennen. Mit Sicherheit, ja. Ja. Deinen Namen bringe ich jetzt vorrangig mit der deutschen Meisterschaft in Verbindung. Aber du hast ja 95%. Du hast ja auch schon viele andere Sachen gemacht. Ne? Ich bin früher Rallye gefahren im Anfangsstadium mit einem Sierra Cosmos und dann bin ich kostengründig zu Autogas gegangen, weil es erstens billiger ist und hat auch keinen Spaß. Das geht nicht so viel kaputt. Also ich denke, das sieht man, dass du Spaß hast. Und wie? Gibt es für dich eine Automarke, die besser ist oder geeigneter ist als die mit den 4 Ringen? Nee, wird es nichts geben, weil 4 Ringe. Ich hätte auch Mercedes fahren können, lieber 4 Ringe als im Stand. Okay, also jetzt wollen wir mal nicht zu weit abdriften. Aber die Frage ist, gerade im Audi-Sektor ist ja auch immer wieder was möglich. Das sind ja auch in Sachen Rennsport, kann man da eine Menge tun. Können wir noch was von dir erwarten, noch mal eine Evolution? Die wird kommen, ja. Bitte des Jahres. Ah ja, also jetzt lüften wir mal ein Geheimnis, ein A3 S3 Sport wird kommen. Da freue ich mich übrigens schon drauf. Freust du dich da auch drauf, Wolfgang? Zu dir. Vom Rest sieht das Geschäft. Sind wir denn davor sicher, dass du auch nochmal was Neueres an Golf an den Start bringst? Nein, also neues Auto nicht, aber einen neuen Motor. Oha, das heißt also, in jeder Riege, in jedem Alter, muss man immer auch mal ein bisschen was anders machen. Ich glaube, das sind auch viele Jungen. Wenn du einen Wunsch frei hättest, wo du gerne noch mal fahren würdest und mit welchem Auto, wenn ich dir den erfüllen könnte, wonach würdest du mich fragen? Das ist schwierig, ich habe für was ich mache Abschließende Frage an euch beiden. Ein Leben ohne Motorsport möglich? Nein, überhaupt nicht. Möglich? Geht schon mal gar nicht. Alles klar, das Wort des Tages. Vielen Dank an euch und wir sehen uns auf autocross-deutschland.de.